Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Schnacktüte. Ja, ihr werdet am Vorspann schon gemerkt haben, die Schnacktüte hat den Vorspann des ehemaligen Filmschnacks. Und was es damit auf sich hat, das erkläre ich euch jetzt gleich. Zunächst erstmal ein schönes Hallo, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder dass ihr wieder dabei seid bei diesem neuen Video von mir. Ja, ihr Lieben, ich fange mal so an. Ihr habt ja festgestellt, dass im Juni relativ wenig an Videos online gegangen ist. Ich habe es ja nicht mehr geschafft, den cineastischen Monatsrückblick vom Mai und jetzt natürlich auch den vom Juni abzudrehen. Die kommen jetzt erst, die werden also umgehend nach diesem Video gefertigt. Kurze Erklärung, warum das so ist. Manchen hatte ich das schon erklärt, den aufmerksamen Abonnenten muss ich das natürlich nicht erklären. Bei den Sachen ist es ja so, dass ich natürlich noch berufstätig bin und in der Tat, der Job spannt mich momentan massiv ein. Das ist wirklich so. Ich habe immer gedacht, wenn man so nebenbei noch Homeoffice macht, dass das ein bisschen leichter wäre, aber dem war leider nicht so. Dementsprechend, also egal, ob ich jetzt in der Firma bin oder ob ich im Homeoffice bin, es ist genug zu tun. Wir haben personell viele Abgänge. Neue Leute kommen nicht so schnell hinzu, auch leider ein Problem. Die Arbeit wird immer mehr, wie das immer in allen Firmen so ist. Und ich bin ja, wie wir auch schon haben, betagtes Alter. Das heißt, es gibt nur einen Film-Community-Kollegen, der ist, glaube ich, ein bisschen älter als ich. Und der hat auch, oder ist, glaube ich, Rentner oder schon im Ruhestand zumindest. So viel habe ich am Rande mitgekriegt. Ja, wenn man natürlich dann im Ruhestand ist oder wenn man derzeit vielleicht auch nicht arbeitet, kann ja auch sein, dass jemand im Moment in der Arbeitslosigkeit ist, der hier einen YouTube-Kanal betreibt, dann hat man natürlich wesentlich mehr Zeit, als dass man das natürlich hat, wenn man natürlich noch ein Berufsleben hat. Freunde, Familie, die wollen auch alle bedient werden. Also da sieht das dann alles schon ein bisschen anders aus. Nichtsdestotrotz, war eben halt wenig Zeit drin. Es war nicht zu machen anders. Das wird, wie gesagt, jetzt alles nachgeholt. Und außerdem steht ja auch noch die Sommerpause bevor. Aber zu der komme ich dann noch später. Kommen wir erstmal zu dem Kanal. Ja, also im Juni, war das eine. Ich hatte enorm viel um die Ohren. Und das hat auch dazu geführt, dass ich die Überlegung hatte, ob ich den Kanal weiterführe oder nicht. Ich habe mich fürs Weitermachen entschieden, denn letzten Endes ist es mein Hobby und ich habe Spaß daran, Filme vorzustellen und Filme zu zeigen und Neuanschaffungen und dergleichen. Also für die interessierte Community, die Filme sammelt, die über Filme was wissen möchte, da weiterzumachen. Also ich von meiner Seite aus will ich das ganz gern, möchte ich das ganz gern und deswegen bleibe ich natürlich auch auf diesem Kanal. Das hat aber dazu geführt, dass ich überlegen musste, wie kriegst du alles unter einen Hut? Und dann habe ich festgestellt, dass man sich leider immer sehr viel mehr vornimmt, als man letzten Endes schafft, beziehungsweise zu schaffen glaubt. Und das hatte bei mir dazu geführt, dass ich eine kleine Umstrukturierung meines Kanals vorgenommen habe. Dazu gehört auch diese jetzige erste Ausgabe der Schnacktüte. Die Schnacktüte wird alles beinhalten, was andere Themen, also die außerhalb des Films sind, beinhalten. Das kommt in die Schnacktüte rein. Also ich habe einige Playlists gelöscht, damit auch natürlich die Videos gelöscht, die ich auch nicht mehr hochladen werde, weil sie überholt sind. Deswegen habe ich mich auch immer so ein bisschen dagegen gesperrt, dass ich zum Beispiel so ein Overview mal mache von meiner Filmsammlung, weil ich habe nach Genre das Ganze geordnet. Das heißt, in dem Moment, wo ich was vorstelle, bei der nächsten Ausgabe ist dann vielleicht der ein oder andere Film schon wieder raus. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Also von daher, ja, muss ich leider so sagen, habe ich mich bisher immer gescheut, so ein Overview zu machen. Mal gucken, ob wir das doch noch irgendwie hinkriegen. Ich muss mal schauen. Also, ich hatte ja bisher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Playlists oder 11 Playlists, die ich hatte. Davon habe ich einiges gelöscht und einiges, wie gesagt, umbenannt. Gelöscht habe ich einmal die Playlist Vintage. Da ist alles, was mit Filmplakaten und Kinoaushangfotos und dergleichen drin war. Weil auch hier mittlerweile ein Austausch stattgefunden hat. Das kommt aber nochmal wieder. Ich muss das nur ein bisschen anders aufbereiten, weil ich dann nur noch die Sachen vorstellen will, die ich tatsächlich im Archiv habe, die auch im Archiv verbleiben. Das, was als Tauschmasse gilt, das nehme ich natürlich dann nicht mehr mit rein.
Der Filmschnack, wie gesagt, das Intro von der Schnacktüte habe ich natürlich so belassen, ist nur umbenannt, aber der Filmschnack gehört auch mit dazu, auch den habe ich eingestampft, auch das wird sich hier in der Schnacktüte wiederfinden. Das Thema Super 8 ist bei mir auf dem absteigenden Ast. Ihr wisst, ich bin dabei, meine Super 8-Sammlung aufzulösen. Auch da wird es nochmal eine Neugestaltung geben, die werde ich aber anders aufbauen. Von den Filmen, die ich im Archiv habe, und das bleibt dann auch so bestehen, weil die werden nach und nach alle weggehen, weil die Spielfilm-Schnittfassungen, Komplettfassung habe ich keine mehr, aber von den Schnittfassungen, die will ich, wie gesagt, alle loswerden, weil kein Platz, und außerdem bin ich komplett auf digital umgestiegen. Super 8 ist eben halt nur noch bei mir im Privatbereich, also der Privatfilmbereich, von Interesse, nicht mehr der Spielfilm- oder Schnittfassungsbereich. Die Gedankengänge habe ich auch alle runtergenommen und gelöscht, weil die Themen werden nochmal neu zusammengefasst. Da wird es ein neues Format geben, das sich nennen wird der Kommentar. Dort werde ich immer einzelne Themen kommentieren aus der Gesellschaft, aus der Politik oder eben halt auch mal aus der, was weiß ich, Kunst oder sonstige andere Bereiche der Gesellschaft. Soundtracks habe ich komplett gelöscht und die Tech-Playlist habe ich gelöscht. Die kommen nicht mehr vor. Ich mache keine Tags mehr, sage ich ganz ehrlich, weil das ist so viel abgenudelt und ich habe einfach auch nicht die Zeit. Das ist immer das Problem. Man möchte ganz gerne den einen oder anderen Tag doch noch ganz gerne machen, aber dann kommt man da so hin und sagt, nee, ich habe die Zeit nicht dafür, das bringt es einfach nicht. Dann kommt wieder was anderes auf den Zettel und ja, das sind eben halt so die Dinge, wie sie sind. Ja, kann ich nicht anders sagen, ist so leider, Leute. Also keine Texte mehr. Was bleibt, sind folgende Playlists oder folgende Formate, die bleiben. Das ist natürlich das Cinema 8 Film Review, das heißt Filme, die ich vorstelle, wie ihr das so halt kennt. Den cineastischen Monatsrückblick wird es geben, auch da wird es gleich eine kleine Veränderung geben, da komme ich aber gleich drauf zu. Neu im Archiv wird bleiben, Neuanschaffung fürs Archiv, auch die ganzen Mystery-Geschichten und Flohmarkt und Filmbörsen und solche Sachen, das kommt alles, was Neuanschaffung im Film, im Archivbereich bedeutet, wird dort zu finden sein. Dann hatten wir noch das Format zu Gast, das habe ich lediglich umbenannt in Specials. Die Specials, das wird... die Specials, das werden... Sachen sein wie zu Gast. Ich habe ja gesagt, habe euch ja vorgestellt, den Horrorfilmfan Thomas Rosentreter mit seinem Filmmuseum und seinem Horrorkino da oben, was er sich da geschaffen hat. Das ist, bleibt nach wie vor auf dem Kanal. Das wird im Übrigen auch nochmal ergänzt, weil ich werde in absehbarer Zeit den lieben Thomas nochmal besuchen. Das ist geplant und dann werde ich nochmal ein bisschen von seiner Sammlung, und da gibt es Neuigkeiten und Neuheiten und da gibt es dann so eine Ergänzung. Außerdem steht auch noch, wie angekündigt, Detlef Klaus, einer der größten Godzilla-Sammler in Deutschland, auch zwei Bücher geschrieben oder zwei Bücher rausgebracht. Da werden wir auch nochmal ausgiebig zu berichten. Das kommt als nächstes, aber wie gesagt, alles so peu à peu, nach und nach. Ja, das bleibt natürlich dann auch bestehen. Und aus dem Filmschnack wurde die Schnacktüte. Das ist, wie gesagt, das Format, wo alles drin vereint wird. Außerdem bleibt das Format Unboxings, wo ich spezielle Editionen oder spezielle Veröffentlichungen unboxen werde. Also das ist aber eher weniger der Fall, weil ich, wie gesagt, ist in der Regel bei mir eher weniger der Fall. Ja, das zu den Veränderungen auf dem Kanal. Schnacktüte ist also für alles, was nicht in das Thema Film so reinpasst, wobei ich hier aber auch natürlich so Sachen aus der Film-Community natürlich mit reinpacken werde, sodass man dann hier einige Dinge findet und das wird sich dann entsprechend auflisten. Und für die Gedankengänge kommt dann der Kommentar, sagte ich ja eben schon, der bekommt nochmal eine eigene Playlist und dann sind wir auf dem laufenden Weg. Ja, so viel zum Thema Cinema 8 Film Review Kanal. Der sich so ein bisschen verändert. Ja, ich habe aber nicht nur eine Veränderung bekannt zu geben oder euch mitzuteilen, sondern ich habe natürlich auch jetzt die letzten Tage neben der Arbeit natürlich auch, gut, du hast dann zwar nicht unbedingt Lust, jetzt ein Video zu produzieren, aber du guckst natürlich bei YouTube rein, du guckst in die Community rein. Und ich muss mit Erschrecken feststellen, dass der liebe Sascha Cobretti die Film-Community verlässt und seinen Kanal, was Filme betrifft, einstellt.
Als ich das gelesen oder beziehungsweise gesehen habe, ich habe mir das Video bei ihm angeguckt und muss sagen, ich kann vieles bei ihm prinzipiell nachvollziehen. Klar, wenn irgendwann mal die Luft raus ist, ist sie raus. Ich selbst bleibe im Film-Community-Bereich. Ich hatte ja angekündigt, war auch am ersten Überlegen, ob ich das nicht doch vielleicht auch an den Nagel hänge. Aber dadurch, dass ich eben nicht so auf die neuesten Neuheiten darin in dem Bereich vorpresche, das hat er ja viel auch gemacht, hat Neuheiten vorgestellt. Bei mir kommen natürlich Neuheiten auch vor, aber das ist dann eben halt der Zufall. Weil ich suche mir einen Film raus, der mir gefällt, den ich für vorstellungswürdig halte und den ich dementsprechend dann auch vorstelle. Also deswegen, mein Archiv ist proppevoll. Ein Teil davon seht ihr ja im Hintergrund. Und da wird es über Jahre lang noch Filme geben, die ich vorstellen kann und auch werde. Deswegen, wie gesagt, solange die Gesundheit mitspielt und alles andere mitspielt, wird sich hier auf dem Kanal nichts ändern. Es bleibt beim Film. Mit dem Abgang Sascha Kobrettis aus der Film-Community und er deutete ja an, er hat noch keinen genauen Plan, aber er würde ganz gerne in eine andere Richtung gehen. Das ist das zweite Thema, was ich hier heute so ein bisschen anschneiden möchte. Mir ist aufgefallen, dass auf vielen Community- oder Film-Community-Kanälen teilweise auch mittlerweile ganz andere Sachen von den Leuten dargestellt werden oder präsentiert werden. Hörspiele, Masters of the Universe-Figuren, Godzilla-Figuren, lauter solche Sachen, auch teilweise Sachen, die mit der Film-Community überhaupt nichts zu tun haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Trend ist, dass alle jetzt plötzlich meinen, auch noch andere Sachen machen zu müssen. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Dazu könnt ihr mir vielleicht in die Kommentare ja was sagen. Entschuldigung. In meinem Bereich wird es beim Film bleiben. Aber ich werde auch an anderen Rändern so ein bisschen abfischen, wie man so schön sagt, beziehungsweise so ein bisschen gucken, was interessiert mich. Und das wird natürlich dann in die Schnacktüte kommen. Das wird auch in der Videobeschreibung steht auch immer drin, welche Themen angesprochen werden. Man muss auch mal zwischendurch ein bisschen, wie ich finde, auch was anderes machen. Generell vom Film, das muss der Schwerpunkt sein und soll auch der Schwerpunkt sein, denn ich liebe halt das Kino, ich liebe den Film. Und dann wird das hier also fortgesetzt. Hier wird sich im Filmbereich soweit nichts ändern. Alles andere, wie gesagt, kommt in die Schnacktüte. Und wie das nachher mit dem Super 8 und den Filmplakaten nochmal laufen wird, das weiß ich noch nicht. Ob die hier reinkommen, glaube ich eher nicht. Ich denke, das wird wahrscheinlich dann doch vielleicht nochmal was Eigenes sein. Aber das weiß ich noch nicht. Das sind momentan auch nicht die, sag ich mal, lebenswichtigsten Punkte, die ich jetzt unbedingt hier bearbeiten oder beackern müsste. Ja, das sind so die Dinge, die in der Community momentan umhergehen. Dann habe ich ein weiteres Problem, möchte ich mal sagen, entdeckt. Die Film-Community ist, und das hat der Sascha auch gesagt, hat sich sehr verändert. Sie ist kleiner geworden. Ich habe auch in letzter Zeit viele gute Kanäle entdeckt. Dazu auch Kanäle entdeckt, die Welt nicht braucht. Aber das ist immer Ansichtssache, wie ich immer sage. Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Jeder soll das, was er hier präsentieren möchte, gerne machen. Das hängt dann nachher von den Followern bzw. von den Abonnenten ab, ob das angenommen wird oder nicht. Ich habe mir immer gesagt, ich möchte mein Filmhobby hier so gut wie möglich machen, so informativ wie möglich machen. Und wenn das alles klappt und den Leuten das gefällt, dann ist alles gut. Ich bin jetzt nicht einer, der jetzt unbedingt meint, ihr müsst jetzt hier die Nummer 1 sein. Habe ich auch gar nicht, den Ansporn habe ich auch gar nicht, muss ich dazu sagen. Mir reicht es einfach, Filme in dem Sinne vorzustellen. Und wenn ich Leute finde, die das toll finden, dann ist es eine schöne Sache, freut mich immer sehr. Ich freue mich auch über zunehmende Abonnenten, gar keine Frage. Also von daher soll das alles so seine Richtigkeit haben. Im Moment beobachte ich natürlich auch so ein paar Sachen in der Community. Da geht so richtig der Beef ab, wie man in Deutsch sagt. Habe ich so ein bisschen meine Probleme mit, weil ich das nicht so ganz nachvollziehen kann. Warum muss man sich streiten, wenn man ein gemeinsames Hobby hat? Okay, Ansichtssache, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich selber halte mich da raus und mische mich da auch nicht ein, aber ich registriere es natürlich, wenn ich durch die Kanäle gehe und das entsprechend angucke. Und ja, ist leider so, dass da so ein paar Dinge momentan aus dem Ruder laufen, finde ich persönlich jetzt nicht so schön. Aber jeder ist seines Glückes Schmied, wie ich immer sage. Und von daher. Ja, ihr Lieben, das waren so die neuesten Informationen. Wobei es. Ah, nee, 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 nee. Es fällt mir gerade noch was ein. Bei den Specials,
ich habe das jetzt gerade mal gesehen mit den Specials, da hatte ich eine Ankündigung rausgeschickt zur EDV, der Edition Deutsche Vita von Subkultur Entertainment. Es sollten ursprünglich 4 Folgen existieren, wo ich 5 Filme jeweils vorstelle von den 20, die bereits erschienen sind. Ich habe mir das jetzt anders hingelegt. Es wird so sein, dass ich jeden Film einzeln vorstelle. Das heißt, die nächsten Reviews, die kommen, die expliziten Filmreviews, sind ausschließlich Filme der EDV, der Edition Deutsche Vita. Ausschließlich. Da werde ich alles bis ins kleinste Detail vorstellen. Es wird nach der Videoreihe oder nach der Filmvorstellung wird es eine Podcast-Folge geben, wenn ich mit allen 20 Filmen durch bin. Da wird es eine Podcast-Folge geben mit vielen, vielen Überraschungen, wo ich auch dann jemanden interviewen werde. Das wird aber tatsächlich nur als Podcast erscheinen, als Audio. Und das kann man sich dann trotzdem angucken. Ich werde das mit Bildmaterial ein bisschen unterfüttern. Und dann wird man das entsprechend sehen. Also da arbeite ich dran. An der EDV, bin auch schon angefangen damit. Mal gucken, wann die erste Folge online geht, wenn es um die EDV. Die bekommen auch neben dem normalen Vorspann nochmal einen Zusatzvorspann, die EDV betreffend. Deswegen, da ist ein bisschen was Größeres geplant. Ja, ihr Lieben, jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, und zwar zu dem letzten in diesem Video, die Sommerpause. Ich werde im August und im September 2 Monate lang nicht auf dem Kanal online sein. Das heißt nicht ganz, weil der cineastische Monatsrückblick und das Monatsupdate sowie alles was rund um neu im Archiv ist, ist das Einzige, was dann erscheinen wird. Alles andere wird vorproduziert. Also die ganzen Reviews werden vorproduziert, die ganzen anderen Sachen werden vorproduziert, damit man natürlich dann so nachher, wenn man wieder stark im Arbeitsspektrum drin ist, auch den Kanal hier und da dann bestücken kann. Aber wie ich schon am Anfang sagte, es wird so sein, dass die Intervalle der erscheinenden Filme und Videos ein bisschen länger werden oder ein bisschen größer werden. Weil, wie gesagt, man muss das alles unter einen Hut kriegen und alternativ wäre nur die Schließung des Kanals geblieben, die ich aber nicht möchte, weil ich, wie gesagt, gern über Film mich auslasse, gern zum Thema Film was sage und wenn ich damit natürlich euch dann auch bei der Entscheidung für die Anschaffung eines Films damit helfen kann, dann ist das natürlich eine sehr schöne Sache, freut mich natürlich sehr, wenn ich einigen Leuten immer da ein paar Tipps geben kann. Wie gesagt, auch Filmtipps sind immer, das muss man wissen, sind immer subjektiv zu sehen. Also was mir gefällt, muss noch lange nicht euch gefallen, aber darauf weise ich auch immer mal zwischendurch dann hin. Ja, ihr Lieben, das war erstmal das Video für diesen, was sich auf dem Kanal ändert, also die erste Ausgabe der Schnacktüte. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Thank you.